Stefan ist sehr, sehr völlig recht. Es ist ein unfassbarer Zustand, dass ein Mensch, der in der ganzen Welt war und den die ganze Welt kennt, in Tübingen noch nie gewesen sein soll. Diesen Zustand konnten wir nicht akzeptieren. Er ist hiermit korrigiert. Und der Diplomat, Kämpfer, Philosoph, Politiker, Menschenrechtler und Mensch, Stefan Essel ist in Tübingen angekommen und damit beginnt eine neue Dekade des Lebens auch für ihn. Ein bisschen symbolträchtig auch so dokumentiert werden kann, habe ich das Stadtoberhaupt gebeten, ein paar passende Worte zu sagen. Lieber Herr Hessel, lieber Herr Professor Wertheimer, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, es ist nicht so leicht, passende Worte zu finden. Das beherrscht weder Herr Wertheimer verfinden noch ich. Denn eigentlich ist unsere Stärke ja doch eher gelegentlich unpassend zu sein. Das wiederum passt aber ja doch ganz viel zum Thema, nicht zu dem Film. Und es ist nicht ganz richtig, dass unser Gast gar nicht in Tübingen gewesen ist. Vielleicht physisch mag sein, aber gedanklich war er natürlich schon in Tübingen, denn wenn Sie hier die kleine, millionenfach verbreitete Schrift im Fürth euch gelesen haben, dann werden Sie feststellen, dass Hegel dort eine maßgebliche Rolle hat. Und das ist natürlich ein Bezug zu Tübingen, der gar nicht übersehen werden kann. Und zeigt, wie Tübingen das Denken großer Persönlichkeiten bis heute gedanklich jedenfalls mitgestaltet. Und als Sie heute uns die Ehre gaben für einen Kurzbesuch im Tübinger Rathaus, herzlichen Dank dafür, haben Sie sich nicht nehmen lassen, Hölderlin auswendig zu rezitieren. Und das ist Tübingen. Zur Empörung gibt es einen Grund. Ich habe mich zuletzt heute Morgen bei der Lektüre der Zeitung empört, als ich gelesen habe, dass nach Fukushima und dem Scheitern von Durban der deutsche Bundeswirtschaftsminister allen Ernstes vorschlägt, per Gesetz den Zubau der Solarenergie in Deutschland um 85% zu reduzieren, nicht zu erhöhen. 85% weniger Zubau an Photovoltaik per Gesetzesänderung von 2011 auf 2012. Für mich eine kurze Empörung. Und deswegen habe ich diesen empörend blauen Anzug wieder aus meinem Schrank. Und ich weiß, dass der Anzug durchaus wiederwahlgefährdend ist. Ich habe deswegen auch dem Gast schon erklärt, was er bedeutet. Ihnen erkläre ich das nicht. Blau machen heißt ja, sich selbst zu engagieren für den Klimaschutz. Und Herr Nierenbo, beeindruckt mich, dass es die soziale und die ökologische Frage nebeneinander stellt und beide als die zu lösenden Aufgaben des 21. Jahrhunderts beschreibt. Diese Überzeugung teile ich. Es bleibt nur die Frage, lieber Herr Hessel, warum musste jemand, der ein Buch mit dem Satz beginnt, ich bin in den letzten Jahren meines Lebens, warum musste jemand in dieser Phase des Lebens ein solches Buch schreiben? Und warum ist es so wirksam? Das ist ein interessanter Diskurs. Ich bin gespannt, welche Antworten Sie heute Abend dazu geben werden. Ich habe da zwei kleine Überlegungen angestellt. Die eine, warum ist es so wirksam? Weil jemand, der mit ihrer Geschichte, mit den Problemen, die sie überwunden haben, Gefangenschaft bei den Nazis, Flucht unter abenteuerlichen Umständen, gleich aus mehreren KZs, weil de Gaulle während der Besetzung Frankreichs, dass jemand, der eine solche dunkle Zeit überstanden hat und dabei nicht den Mut verloren hat, sondern dann die Erklärung der Menschenrechte mit ausgearbeitet hat, eine ungleich stärkere Überzeugung verbreiten kann, dass auch unsere Probleme lösbar sind, im Vergleich zu den Problemen, die Sie vor sich hatten, ziemlich verblassen, dass diese Überzeugungskraft die Menschen bereitet. Aber warum konnten wir nicht
die wir hier, die meisten sind ja deutlich jünger als Herrn Hesse, und jemand älter ist, Verzeihung, dass ich ihm Unrecht getan habe. Warum konnten wir das nicht tun? Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass unsere Lebensumstände nach wie vor so angenehm sind, dass wir alle viel zu verlieren hätten, wenn wir sie ändern würden. Das war bei Ihnen damals anders, da gab es nichts mehr zu verlieren, außer dem nackten Leben. Und deswegen sage ich jetzt noch was, wo ich vielleicht auch ein bisschen Empörung mir gegenüber auslöse, aber Empörung ist ja das Thema und es sollte auch dann spürbar werden. Mich empört es, dass es in Tübingen mehr studentische Mitglieder einer Bewegung zur Durchführung von Clubhausfesten gibt, als auf der Straße für Occupy sichtbar sind. Rückblickend betrachtet bin ich dankbar, dass ich von 300 Leuten nachts auf dem Marktplatz ausgepfiffen wurde, weil ich ihnen sagte, es gibt wichtigere Themen, für die ihr demonstrieren solltet. Dabei bleibe ich, bin deswegen trotzdem froh, dass das Clubhausfest an diesem symbolischen Ort im Kupferbau untergekommen ist. Dafür haben wir gearbeitet als Stadt, das war richtig. Aber es gäbe größere Themen und ich würde mich freuen, wenn von diesem heutigen Abend das Signal ausgeht, empört euch und engagiert euch. Engagieren wir uns zunächst heute in dieser Diskussion. Vielen Dank. In der Panik in meiner angeborenen Naivität habe ich jetzt mein stundenlang konserviertes Manuskript verloren. Aber ich muss jetzt tatsächlich so versuchen. Nach den wissenschaftlichen Einführungen meines Vorredners möchte ich noch ein paar Fragen stellen. Wir wissen die Rahmendaten. Stéphane Hessel ist 1917 in Berlin geboren und 1944 im Oktober verstorben. Ja, das ist, trotzdem ich kein Manuskript habe, der traurige Befund. Und wenn er nicht gestorben wäre, so wäre er nicht hier. Der Hintergrund zu dieser makaber klingenden Geschichte, er konnte nur überleben, weil ein anderer in der Typhusbaracke in Buchenwald gestorben ist und der unter dieser Biografie weiterleben durfte. Eine makabere, paradoxale Geschichte, bei der man gar nicht weiß, ob man weinen oder lachen soll, aber die mit dem Leben und seiner Komplexität zu tun hat. Und solche Geschichten ist dieses Leben. Es ist eine Mischung zwischen Schweig und Stauffenberg. Und es gibt offenbar beides und es gibt es in einem Menschen. Wenn dann, da gebe ich meinem Vorredner recht, wenn dann am Ende so einer komplexen Vita ein Buch herauskommt, das wie ein Donnerstag ein paar Millionen Menschen in aller Welt trifft, dann mag das eine Erklärung dafür sein, dass er ein Gut verwaltet, das unglaublich selten geworden ist. Glaubwürdigkeit. Ja. Ja. Und noch ein Satz zu seinem Grundansatz oder Grundgedanken, so wie ich ihn verstanden habe oder so wie er bei mir angekommen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir hochgerüstet, wie wir sind, ökologisch, ökonomisch, technologisch, dass wir dennoch ein bisschen verkehrt rum die Welt betrachten. Und ich sehe den Abend heute auch als eine Bilanz, den Versuch einer Bilanz, eines Zwischenstandes, mal sich zu überlegen, was war, wo stehen wir. Ich möchte nicht darauf aus, dass man die Aufklärung einfach verlängern kann, das kann man nicht. Wo stehen wir, was lohnt sich weiterzuführen, was kann man vergessen? Und man kann manches vergessen. Nicht vergeben, aber vergessen. Und dann kommt mir die Idee, dass wir insofern vielleicht einen Denkfehler haben, um das abzukürzen, dass wir uns von Systemen abhängig machen und dann fragen, welche Ideen haben wir, die zu den Systemen passen. Und nicht umgekehrt vorgehen, was wollen wir? Genau. Und welches System kann uns dienen? Genau. Ich spreche nicht ganz ins Leere,
Ich bin ein, wie viele meiner Kollegen, leidgeprüfter Mensch, der jetzt ein paar Jahre lang Bologna über sich ergehen hat lassen. Und dann hat die Universität schon Pars pro Toto für die ganze Gesellschaft stehen. Am Ende werden bleiben, nur du lernst aber keine Ideen. Am Ende werden bleiben, klar. Aber keine Menschen und dann und schlimmstenfalls die Vision, was letzte Woche ist, für mich, das Schiff geht unter und was bleibt von uns über? Lauter leere Container. Das wäre nicht so gut, finde ich. Und dazu sind wir auch gedanklich zu verantwortlich in Bezug auf das, was war, was wir erlebt haben, was ihr durchlebt habt, was wir alle durchlebt haben. Und da muss man eigentlich eine ernsthafte, aber zugleich weitere Bilanz ziehen dürfen. Bilanz zum Weitermachen, nicht Bilanz zum Aufhören. Und dem soll er heute Abend dienen, mit ein paar ganz einfachen Fragen, die wir miteinander diskutieren wollen. Der Plan ist ganz schlicht und ergreifend. Herr Essel wird jetzt Gott sei Dank ein paar Worte sagen. Und dann werde ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten und dann wollen wir uns untereinander unterhalten. Und dazu sind ja Mikrofone da. Ich habe nur eine Bitte im Voraus, das wiederhole ich immer und meistens klappt es auch. Versuchen Sie sich in der Kunst kurzer Fragen. Wir alle wissen, dass jeder hier einen immensen Fundus von Wissen zu verwalten hat und ihn auch beliebig ausstreuen könnte. Aber die Noblesse besteht darin, darauf zu verzichten und das Ganze in eine Frage zu stellen. Ihren Oberbürgermeister kennenzulernen. Ich bewundere seine Jugendlichkeit und seine Kraft und seine Freude am Regieren. Ich habe ihn in dem Rathaus kennengelernt und ich bin sehr froh, zum ersten Mal in meinem langen Leben in dieser wunderbaren Stadt Tübingen zu sein. Für mich ist sie natürlich voll von Erinnerungen an die Weltgeschichte, wenn ich denke an Hölderlin, an Hegel, an Schelling, an Schlegel und so viele andere, die diese wunderbare Kunststadt gekannt haben. Hier bin ich aber darum, weil ich vor ein paar Monaten, sagen wir anderthalb Jahren sogar, ein Büchlein geschrieben habe. Ich habe es geschrieben damals, weil ich das Gefühl hatte, in meinem Land Frankreich gibt es eine Regierung, die gewisse Grundwerte der Demokratie nicht so gut unterstützte, wie ich es mir wünsche. Und ich habe gedacht, wir haben doch zur Zeit von dem Widerstand im Zweiten Weltkrieg, haben wir Programme aufgestellt, die dann auch ein paar Jahre später der Ursprung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der ganzen Welt gewesen sind. Und es gehört uns, den Alten dieser Zeit, den neuen Regierungen zu sagen, Vorsicht, ihr müsst diese Werte nicht angreifen. Ihr müsst sie im Gegenteil mit uns aufrechterhalten. Das ist unsere Verantwortung und wir wollen diese Verantwortung der französischen Regierung übertragen. Na und dann ist dieses Büchlein auf Französisch in mehr als 2 Millionen herausgekommen. Das bedeutete also, dass die Französisch Sprechenden, die gibt es ja in vielen Ländern der Welt, darüber irgendwie sich interessiert haben. Na und dann wurde es übersetzt.
und zwar nicht in einer Sprache, in zwei Sprachen, in drei Sprachen, sondern in 40 Sprachen. Es gibt jetzt dieses Buch nicht nur auf Kastilian, Katalan und drei, vier spanische Sprachen, sondern es gibt es in Japanisch, in Koreanisch, in Chinesisch, in Russisch, in Polnisch, Gott weiß überall wo. Da ist mir klar geworden, dass dieses kurzes, kleines Buch, was gar nicht viel Neues sagt, aber was es stark ausdrückt, eine gewisse Wirkung in unserer Weltgesellschaft hat. Darauf möchte ich mich mit Ihnen unterhalten. Ich rechne darauf, dass mit dem lieben Professor Westheimer wir zusammensprechen können, aber dass dann auch aus diesem großen, wunderbaren, weiten Saal Fragen kommen können, die ich versuchen werde zu beantworten. Was sind die Gründe von unserer Empörung? Sie sind ganz einfach zu verstehen. Wir leben in einer Welt, die sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert hat. Sie war, man kann sagen, in den 30, 40 nach dem Zweiten Weltkrieg, in diesen Jahren, war sie eine Demokratie, die hat es gegeben in allerlei Ländern, in anderen gab es Diktaturen, in Tunesien, in Ägypten, und plötzlich kam es dazu, dass eben die Bürger und Bürgerinnen sich zusammengebracht haben, um zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Und das haben wir in unserem Büchlein unterstützen wollen. Denn die Weltkrise ist ja sehr klar. In den letzten Jahren sind alle Staaten verschuldet. Und die Profitmacher, die kapitalistischen Profitmacher, wollen immer mehr Profit und immer mehr Profit. Und sie sagen, 15% ist noch nicht genug, wir wollen 20%. Und dadurch machen sie unsere Weltwirtschaft kaputt. Wir stehen in einer schlimmen Finanzkrise. Die müssen wir anerkennen, wir müssen verstehen, woran es liegt. Und dann müssen wir uns alle als normale, moderne Staatsbürger und Bürgerinnen einsetzen, engagieren, damit diese Weltfinanzgesellschaft nicht weiter so geht, wie sie seit schon über 20 Jahren in die schlechte Richtung geht. Das zweite Problem ist noch wichtiger. Wir leben auf einer Erde, die immer mehr zerstört wird. Bäume werden abgebaut, überall. Es wird die Natur so schnell angegriffen, dass sie nach ein paar Jahrzehnten vielleicht uns gar nicht mehr tragen kann. Als ich geboren war, waren wir ungefähr 2 Milliarden. Heute sind wir 7 Milliarden und bald 8 Milliarden. Und wir haben nicht aufgepasst, wie die Natur zerstört wird. Da müssen wir jetzt sehr aufmerksam sein. Das ist auch ein wichtiger Grund, uns zu empören. Und nicht nur uns zu empören, sondern uns zu engagieren, damit diese Richtung anders gehalten wird. Da gibt es leider, gibt es drei ganz verschiedene Pole, über die man nachdenken muss. Es gibt die Regierungen. Ja, die Regierungen müssten tapfer sein und müssten die Gelegenheit ihrer Bürger und Bürgerinnen gut verteidigen können. Aber sie sind nicht allein auf der Welt. Es gibt anonyme, internationale Oligarchien, die nicht demokratisch denken, sondern die Profit haben wollen. Diese großen Finanzmärkte sind es, die in den letzten Jahren wild geworden sind. Das müssen wir anerkennen. Sie haben eine Macht
über die Regierung. Wenn eine Regierung, eine schöne demokratische Regierung, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder die Republik Frankreich, wenn sie versuchen, ihren Mitbürgern etwas zuzubringen, was ihnen gut tut, dann sagt man ihnen vorsichtig, nein, das dürfen sie jetzt nicht, denn die Finanzmärkte sind da. Und wenn sie das tun wollen für ihre Bürger, dann werden sie sich nochmal verschulden und dann müssen sie nochmal abzahlen. Das geht nicht. Wir sind die Wichtigen. Wir, die anonymen Finanzmärkte, sind die Wichtigen. Und wir sagen ihnen, das ist möglich und das ist unmöglich. Dies dürfen wir nicht akzeptieren. Dagegen ist es wichtig, dass wir uns wehren. Und zwar, dass wir uns in Nicht-Gewaltformen dagegen sträuben. Wenn wir viele sind, Frauen und Männer zusammen, und sagen, das wollen wir nicht, dagegen sträuben wir uns, dann können wir das erreichen, was die Regierungen auch gerne wollen, aber was sie nicht sich trauen. Wir müssen die Regierungen tapferer machen und mit unserer Tapferkeit den Regierungen die Möglichkeit geben, das durchzusetzen, was uns gehört. Darauf ist mein Büchlein aus. Und wunderbarerweise hat es überall in der ganzen Welt Menschen erregt, die aufgestanden sind, hier und dort, in Griechenland, in Spanien, in Amerika, die Occupy Wall Street zum Beispiel, für mich sehr interessant. Was bedeutet diese Bewegung? Sie sagen, we are the 99%, wir sind die 99%, unsere Notwendigkeiten müssen wir verteidigen. Und die 1%, das sind die Oligarchen. Die sind nicht sehr viele, aber sie haben enorm viel Macht. Dagegen müssen wir uns stützen und das müssen wir überwinden. Sie müssen mir eins verzeihen, mein Deutsch ist ein immer wieder schwieriges gewordenes Deutsch. Ich habe immer weniger in meinem Leben Deutsch gesprochen. Daher fehlen mir manchmal die richtigen Worte. Aber ich versuche, so einfach wie möglich mich auszudrücken. Ich wünsche jeder und jedem von Ihnen den Mut, nicht aufzugeben, was für Sie das Wichtige ist und anzuerkennen, wo sind die Mächte, wo sind die möglichen Gegner, gegen die Sie sich ohne Gewalt streben können, wie das zum Beispiel in dem letzten Jahr in Nordafrika geschehen ist. Da ist ein enormer Fortschritt gekommen. Das waren Länder, die waren von Tyrannen, von Diktatoren beherrscht. Und sie sind so stark geworden. In einer kleinen Zeit, ein paar Monate und schon hopp, da ist der Diktator weg. Also, das gibt es, das ist möglich. Natürlich sieht es nicht überall genauso aus. Ein Diktator wie Ben Ali oder Mubarak, das ist klar, den will man loswerden. Mit unseren Ländern sieht es ganz anders aus. Wir wollen unsere Regierungen nicht loswerden, aber wir wollen sie verstärken. Wir wollen sie in der richtigen Richtung verstärken und in der falschen Richtung bekämpfen. Das ist klar, das ist Demokratie. Dafür ist die Geschichte da. Wir sprechen über die Aufklärung. Was ist denn die Aufklärung gewesen in den letzten Jahrhunderten? Ein Weg zu mehr
den Menschen selbst, von den Frauen und Menschen selbst, damit die Regierung so geht, wie wir es brauchen und wir es wünschen. Man hat uns aufgeklärt, dass das möglich ist. Das Wichtigste für mich ist, dass keiner von Ihnen, die hier zusammen in diesem schönen Saal sitzen, sich sagen, ja, da ist nichts mehr zu machen. Das geht eben so, was kann ich nicht. Das ist die falsche Richtung. Die richtige Richtung ist zu sagen, das kann nicht so gehen, das muss anders gehen. Dazu bin auch ich, jeder von mir, verantwortlich. Wer sich jetzt jede meiner sorgsam herausdestillierten Fragen im Referat schon beantwortet wurden. Möchte ich doch eine Frage stellen. Also es scheint mir so, als ob es darum ginge, die Demokratie oder das demokratische Grundgefühl überhaupt erst wiederherzustellen. Nicht von ihm auszugehen, sondern es herzustellen. Ja, ich denke, das Wort Demokratie ist ein sehr kompliziertes Wort. Es ist angeboren worden von allerlei Regierungen, die eigentlich gar nicht demokratisch gewesen sind. Es gab die völkertypische Demokratie oder wie man das genannt hat. Und bei allen diesen Demokratien sind immer noch die Oligarchen die einzigen, die Eliten wichtig geworden. Wenn wir wirklich dazu beitragen können, dass gerade die Rechte und Urbedürfnisse aller Leute nicht von den Privilegierten überfordert sind. Es gibt überall, in all unseren Gesellschaften, gibt es natürlich Privilegierte. Die Geschichte hat es so gemacht, dass diese Privilegierte eben ihre Privilegien bekommen haben. Demokratie bedeutet, dagegen zu kämpfen, damit nicht nur die Privilegierten es gut haben, sondern dass die Armen, die Nicht-Privilegierten, mehr davon bekommen, was die Gesellschaft leisten kann. Daher empfinde ich gerade, Sie sprechen ja immer wieder von Aufklärung. Ich denke, das Aufklären bedeutet, dem Volk selbst das Gefühl zu geben, wir können die Privilegien loswerden. Ich erzähle immer, was in Frankreich zur Zeit der Französischen Revolution angefangen wurde. Was haben die Franzosen damals 1788 und 1789 getan? Sie haben Cahiers de Doléances, wie kann man das auf Deutsch übersetzen, Hefte des Empörens oder des Indignierenden, haben sie in allen Städten, Dörfern von Frankreich zusammengebracht. Diese Menschen, die das geschrieben haben, hatten keine persönliche Macht, aber sie hatten ein Gefühl, was wollen wir, was brauchen wir. Das ist zusammengebracht worden. Und dann hat es die Konstituante gegeben und die haben gesagt, ja, das ist das Richtige. Und das müssen wir jetzt dem französischen König vorbereiten, und er muss es tun. Er hat es aber nicht getan und dann kam eben die Revolution. Aber es ist interessant, dass gerade die ursprünglichen Verlangen kamen von ursprünglichen authentischen Bürgern und Bürgerinnen. Und auch möglicher denn je, wie die Verwendung der Netze, der elektronischen Netze zeigen, diese falsche Gewichtung wieder zu drehen, behutsam wieder zu drehen und bottom-up, also von den Bedürfnissen der Menschen her, die da fielen in den Cahiers, die das aufgeschrieben haben, nach oben weiterzureichen und heute irgendwie möglich durchzusetzen. Ja. Ganz einfach. Nicht wahr? Man muss schon sagen, es ist heute wahrscheinlich nicht so leicht, sich zu empören.
weil gerade diese Mächte, die falsch gehen, sind irgendwo anonym und nicht leicht herauszufinden. Meine Generation hat es ziemlich leicht gehabt, wenn wir viele von uns auch umgekommen sind. Aber wenigstens unsere Gegner waren klar. Da gab es den Nationalsozialismus, das konnten wir nicht annehmen, dagegen mussten wir kämpfen. Dann gab es den Stalinismus, den Maoismus, das war klar, dagegen mussten wir kämpfen. Aber heute, wogegen müssen wir denn kämpfen? Es ist ein bisschen ungewisser. Wir müssen nicht eine Revolution, eine neue Ideologie, das geht nicht. Das haben wir versucht, das ist nicht zustande gekommen. Wir müssen schon vorsichtig sein und sagen, wohin geht es? Und wo können wir uns zusammen demokratisch verbinden? Wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Gründe. Die muss man zusammenbringen und miteinander arbeiten. Wir wollen nicht eine homogene, einzigartige Weltgesellschaft. Die würde dann eine amerikanische Weltgesellschaft möglicherweise werden oder vielleicht auch eine chinesische Weltgesellschaft. Das ist gefährlich. Wir brauchen verschiedene Kulturen. Wir müssen das aufrechterhalten, was uns wichtig ist. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Ja, aber Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an, den man noch diskutieren muss, glaube ich, den der Netzwerke, des Kampfes gegen Netze eigentlich, gegen anonyme Vernetzungen oder Ideologien, die sich ohne, dass ein eigentlich bösartiger Tyrann erkennbar wäre, manchmal ist er das, aber oft nicht, dass die unser Problem darstellen und es ist furchtbar schwer, eine wohlwollende Struktur zu bekämpfen, eine sich als wohlwollend auch noch ausgebende. Es ist relativ leicht, sich gegen einen bösartigen Diktator aufzustehen, aber was tun Sie mit den vielen wohlwollenden Menschen, die ihre Botschaften in der Welt herumreichen und keiner von ihnen nimmt verantwortlich Position dazu? Wie kann man eigentlich trotzdem, wäre ich da jetzt nicht ganz mutlos, denn Sie haben da einen Gedanken auf den Weg gebracht, der mir sehr verfolgenswert scheint, mit einem Gegennetzwerk angreifen, wahrscheinlich auch mit einem elektronischen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, mich wundert ja fast, wenn wir jetzt unter uns wären, würde ich sowas aussprechen, aber mich wundert ja fast, dass diese virtuosen Hacker und wirklich kompetenten junge Menschen, die mit Computern umgehen können, sich noch auf Straßen bemühen und sich nicht damit begnügen, viel effizienter entsprechende Netzwerke anzugreifen. Richtig. Und gerade wenn Sie sagen, wir haben wohlwollende Regierungen, aber wir fragen uns, sind sie denn wirklich wohlwollend? Sind sie nicht beeindruckt von Mächten, die ihnen sagen, ja, seien Sie wohlwollend, aber beschützen Sie bitte unsere Bedürfnisse und unsere Mächte. Wenn Sie das nicht tun, dann sind Sie vielleicht noch wohlwollend, aber Sie sind nicht mehr effektiv, um diese Grundmenschenrechte weiter zu bekämpfen. Also es ist schon so, wir haben gewisse Werte aufrecht gebracht in dem letzten Jahrhundert. Es war für mich etwas ganz Unwahrscheinliches, dass zum ersten Mal 1945, das ist also beinahe 70 Jahre her, eine Weltorganisation heraufgerufen wurde. Das hat es bis daher niemals gegeben. Hier haben wir jetzt die Vereinten Nationen und sie haben die Werte aufgestellt, die wir verteidigen müssen. Aber es sind natürlich nur die 193 Regierungen, die da zusammen sind. Und die Bürger selbst, die Nichtregierungsorganisationen, die muss man jetzt unterstützen, damit diese Weltorganisation das erreichen kann, was die Bürger selber sich wünschen. Und das wurde ja festgelegt in den Regeln der UNO, der
Krieg, nicht? Paragraph 71, wenn ich das richtig erinnere, richtig, dass die NGOs einen festen Status in der Herstellung eines Urteils. Das ist für mich einen legitimen Raum und nicht nur aufdringliche Querulanten, als aufdringliche Querulanten zu betrachten sind. Richtig. Und ich denke, die Summe solcher Plattformen, das sagt er jetzt immer wieder, die ergibt natürlich schon auch ein mögliches neues Feld der Operationen. Ja. Und er weiß, wovon er spricht, dass ich bewundere ihn ja grenzenlos, was bei mir gar nicht so häufig vorkommt. Es ist der erste, wenn ich das sagen darf, der erste, ich glaube, der einzige Spion, den ich kenne. Und der noch mehr ein Organisateur von anderen Spionagenetzen gegen die Deutschen. Das hat er gemacht und es ist natürlich nötig, mich zu großer Bewunderung, obwohl ich sagen muss, dass der Satz, ich kenne nur einen Spion, natürlich einigermaßen dumm ist. Den Spion, den man kennt, der ist ja keiner mehr. Ich kenne also möglicherweise, wie sie auch sehr viele Spionen. Das haben sie mitgegrüßt. Aber ich finde diesen Gedanken wahnsinnig vertiefenswert und eigentlich auch ermutigend, dass man, und das hat ja die ganzen Bewegungen, die dann trotz dieser großen Apparate der Macht in Gang gekommen sind, auch möglich gemacht hat, sich kleine Zellen von Aktivitäten formieren und beweglich und ohne große Hierarchien wie ein Schwarm präsentieren können und sehr überraschend präsentieren können und wirksam präsentieren. Wir brauchen unbedingt beides. Wir brauchen natürlich eine Veränderung der Weltordnung. Naja, wir brauchen Ökologie, wir brauchen Gerechtigkeit, aber wir können anfangen im Kleinen. Wir können anfangen mit jedem Ausbreiten von einer Sozialwirtschaft, einer profitlosen Sozialwirtschaft. Das kann man anfangen zu verbreiten. Es gibt Anfänge überall, Gott sei Dank. Und ich habe einen guten Freund, einen jungen Freund, der hat das Buch Engagiert euch mit mir geschrieben. Er heißt Gilles van der Poten. Und der ist 25 Jahre alt. Das ist doch wunderbar. Wenn einer jetzt 25 Jahre alt ist, dann hat er noch viel zu tun. Er ist jetzt der Herausgeber von einer Gruppe, die heißt Reporter d'Espoir. Also Hoffnungsreportagen. Und die versuchen, das heraufzubringen, was schon anfängt, besser zu gehen. Nicht nur zu sagen, hier geht es schlecht, hier muss es verändert werden, sondern auch hier gibt es einen interessanten Anfang. Da haben sich Frauen und Männer zusammengesetzt, um etwas zu verbreiten, was gut für uns ist. Das empfinde ich als das Schönste, was man tun kann. Ich bin ja hier nur für die defizitistischen Nebenbemerkungen zuständig. Und eine kann ich nicht ganz unterdrücken. Es gibt solche Erfolge von einzelnen oder kleinen Gruppen. Und ich persönlich finde es dann immer besonders deprimierend oder frustrierend, wenn sich über so eine zarte Pflanze eines Neuanfangs dann doch wieder ziemlich gewalttätig und rücksichtslos eine große Struktur legt und es ausradiert. Hölderlin sagt zwar so schön, wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auf, da bin ich mir nicht immer so sicher, dass das einer seiner klügsten Sätze war. Manchmal wächst da auch das Verderben. Und wie man das ermutigen kann, oder diese Erfahrung ermutigen kann, man hat sich ein, zwei Jahre eingesetzt. Man hat, ich spreche nicht von Schütter 21. Oh ja. Man hat sich keinen Projekt eingesetzt, man hat vernünftige Gründe angeführt, man hat sogar keine Gegenstrukturen und Modelle und alles wirklich entwickelt. Und dann kommt aber doch nicht ein großer Tyrann, sondern die Logik eines systemischen Vollzugs. Und löst alle Hoffnung wieder auf. Wohin damit der Hoffnung, wollte ich noch fragen. Da, weil eben gerade diese Kräfte sehr stark augenblicklich sind, die immer wieder sagen, so muss es gehen, es ist das Profit, das ist notwendig, das brauchen wir. Das ist ein System, man kann sagen, ein Paradigma des Profits als die Antwort von unseren Bedürfnissen.
Das hat sich der Milton Friedman in Chicago zum Beispiel ausgewählt. Und wir leben unter Bedingungen, wo es oft gesagt wird, die Staaten sollen so wenig wie möglich eingreifen, die sollen nur Sicherheit haben. Aber das Tun, das soll man den Mächten überlassen. Das haben wir einfach 20 Jahre lang kommen lassen. Und es ist jetzt so stark geworden, dass es jetzt sehr schwer ist, dieses zu überwinden. Aber es ist immer notwendiger. Wir brauchen dafür die Einzelverantwortung jener einen und jenes einen. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir das Gespräch öffnen. Ja. Und würde meine Mitarbeiter auch bitten, dann mit dem Mikrofon ein bisschen umherzugehen. Oh, Vorsichtsglas, Lars. Soll ich hier bleiben? Dann weiß ich nicht, wo ich sitzen soll. Also, man hört ihn doch gut, oder? Ja, wunderbar. Ja, bleiben Sie doch einfach sitzen, schön. Wunderbar. Da hat jemand von Ihnen eine Frage, bitte. Also sind Fragen, dann verteilt mal bitte ein bisschen die Mikrofone. Und wir machen eine Reihenfolge. Wir fangen da drüben mal an. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir vorgehen sollen, aber kann ich zu weit. Und wie gesagt, unsere Regel gilt. Kurz und knackig. Das war die Losung für die Studienreform. Es soll kurz und knackig sein und jetzt haben wir ein paar hunderttausend 17-Jährige, die mit dem, Sie haben heute vielleicht ein paar Informationen oder Nachrichten gehört, die mit 17 Jahren Abitur haben und keine Ahnung, was sie mit ihm jetzt tun sollen. Die stehen völlig orientierungslos. Das ist ein Punkt, den ich noch sagen will, bevor wir ihn vergessen. Das ist auch einer seiner zentralen, was wir brauchen, ist tatsächlich ein Plan. Kein Diktat, aber ein von unten herauf entwickelter Plan für die Prioritäten und die Organisation einer Zukunft, die halt wirklich noch zu gestalten. Bitte. Ja, zunächst mal recht herzlichen Dank, Herr Hessen, für Ihr Buch. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte die Möglichkeit, in Spanien auch die Bewegung kennenzulernen. Und was ich Sie jetzt fragen wollte, ist einfach, ich denke, dass das durchaus doch sehr klar ist, wer diese Entscheidung getroffen hat. Beispielsweise eben Rot-Grün durch die Agenda 2010 und Hartz IV. Und ob eben diese Organisationen, die sich als Aufklärer gegeben haben, wie die deutsche Sozialdemokratie, noch dazugehören, nachdem sie System eingeführt haben. Okay, gut, ich glaube, es ist angekommen, aber darf ich noch um eins bitten, habe jetzt nicht gedacht, dass ich das sagen muss, aber man sollte in der Gasthaus-Frankreich, der jetzt total informiert ist, aber nicht natürlich über jede parteipolitische Nuance in Deutschland informiert ist. Vielleicht auch so fängt es an, er weiß nicht, was gefragt wurde. Ich könnte noch einen Satz noch mal reduzieren. Ich höre nicht so gut, Sie müssen langsam sprechen, dann höre ich. Das Einzige, was ich sagen wollte und fragen wollte, was es bedeutet, wenn eine angebliche Partei, die der Aufklärung verpflichtet ist, wie die deutsche Sozialdemokratie, Sozialleistungen abbaut. Okay. Also die Relation zwischen der Ideologie und der Realität einer Partei. Ja, das Grundprinzip ist für mich, was ich schon versucht habe auszudrücken, es gibt Privilegien und wenn diese Privilegien so stark sind, dass die Unprivilegierten dann keine Möglichkeit haben, sich auszubreiten, dann ist die Demokratie verloren gegangen. Und es gibt leider immer wieder demokratische, sogenannte demokratische Parteien, die nichts dazu tun oder nicht genügend dazu tun, damit die Privilegierten nicht die sind, die immer alles für sich haben und die den anderen nichts unterlassen. Thank you.
Ganz kurz, Sie haben die Bäume mich schon angesprochen. In Stuttgart gab es eine starke Bewegung und führt euch den Schutz der Bäume, die abgerüstet werden. Vielleicht können Sie den Bürgermeister ermuntern, dass er sich mit seinem blauen Anzug zu den Bäumen beginnt, die ja abgerüstet werden sollen. Es ist sehr notwendig, heute wieder zu schließen. Ja. Thema, der rechtsradikale Terror. Und ich möchte Sie fragen, warum ist es möglich, nach dieser Geschichte, und Sie haben es durchlebt, auf der ganzen Welt, dass der Rechtsradikalismus auf der ganzen Welt wieder hochkommt, dass es sich entwickelt, dass Jugendliche dem sind, anhängig sind. Ich soll auch diese Ehre Gruß ausrichten von der Geschwister Scholl, Frau Hartnagel, die sich grüßen möchte, die ihr Mitstreiter ist. Das geschichtliche Erbe, wie sehen Sie das? Okay, ich bin jetzt gerade in der Funktion, nochmal die jeweils gestellte Frage verkürzt, verknallt, hoch zu besetzen, das erstaunliche Phänomen der Revitalisierung der Rechtsradikalismen in vielen europäischen Ländern. Warum, wie kann man das erklären? Es geht uns so, dass es immer mehr einen Druck der Gesamtgesellschaft gibt. Und dass Menschen, Männer und Frauen, manchmal das Gefühl haben, was uns wichtig ist, gibt es nicht mehr genug, wir müssen uns wieder zusammensetzen. Das führt dann zu religiöser Intransigenz, oder zu politischer Nationalismus, Intransigenz, und darin besteht eine Gefahr, die haben wir in der Geschichte in dem letzten Jahrhundert leider gut gekannt. Das darf man nicht mehr gehen lassen. Wir brauchen ein Zusammenleben mit Toleranz, wo man einander anerkennt und nicht die Angst vor den anderen hat. Aber das gibt es leider, gerade in unserem Europa. Unser Europa hat das enorme, gute Seite, dass es Menschen von aller Welt in sich aufgenommen hat. Also in Deutschland natürlich, in Frankreich enorm, in England, überall hat es Menschen aus aller Welt gegeben. Und dann plötzlich, weil wirtschaftliche Schwierigkeiten aufkamen, und es gab Chômage, also dann sind die Menschen plötzlich ängstlich geworden und haben gesagt, oh, jetzt, wenn so viele Fremde hereinkommen, was tun wir dann? Das ist die ganze falsche Richtung. Wenn viele Fremde zu uns kommen, sind sie wichtige Teilnehmer für unsere Kultur und für unsere Wirtschaft. Also, da geht es auch noch aus dem Argument heraus, dass mir sehr wichtig zu sein scheint, dass diese starken rechten Marxis im Grunde Schwache sich als ausgegrenzte oder Opfer fühlende Individuen sind. Und es fehlt ihnen ein Gefühl für die eigene Identität, für ihre eigene Akzeptiertheit oder was weiß ich. Und es ist ja kein ganzer Zufall wahrscheinlich, dass sich solche Strukturen immer dort ausbilden, wo das soziale Netz besonders löchrig ist. Womit ich das in keiner Weise exkludieren möchte, wenn ich das zum Kotzen finde, aber das ist ja klar, weil es geht darum, dass man sich die Frage stellen muss, warum Ideologien von vorgestern in 20-jährigen Schädeln revitalisiert werden können, was absurd ist. Aber dieses Faktum der Moderne müssen wir sehen, dass atavistische Mythen für Menschen, die keine Orientierung sonst haben, eine große Attraktivität erfahren. Das ist der wichtigste, was Sie eben gesagt haben. Und gerade das Wort Aufklärung, weil ich sie immer wieder gerne benutze, führt dazu, dass man eben dieses Absehen von den anderen, von den Schlechten, von denen, den man nicht liebt, von denen, die einem zu viel scheinen, das muss man aufklären und überwinden. Was manchmal schwerfällt, wenn man die Typen vor sich sieht. Aber ich verstehe, dass das notwendig ist. Ja, es muss ein struktureller und gesellschaftlicher Wandel sein. Und dann wird es, glaube ich, auch eliminierbar sein. Aber wir haben noch Fragen im Raum, denke ich mal. Ich weiß aber nicht, wo bitte eine junge Dame. Oder hier auch. Also,
Jetzt nehmen wir mal die jüngeren Damen und nicht nur die älteren Herren. In der Schule auch mit, was ist für Sie heute müsste die Aufgabe sein, was Schule und Erziehung? Oh, die einzige, die kein Mikro hat, das ist natürlich die Plural. Ja, Entschuldigung, meine Augen. Ein akustischer Pechvogel. Was meinen Sie, ist die Aufgabe von Schule und Erziehung, die jungen Leute mitzugeben, sich auch mal zu empören? Genau. Die Rolle der Schule in diesem Erziehungsprozess, die Rolle der Schule. Der Schule. Das ist sehr, sehr wichtig, was Sie eben gesagt haben. Wir leben immer noch in einer Erziehungswelt, wo man scheidet unter den einen und den anderen. Die einen, die wollen Wissenschaft, die anderen, die wollen Literatur, die dritten, die wollen Jura, die anderen, die wollen Medizin. Aber was Sie alles zusammen lernen möchten, dafür gibt es keine richtige Schulung. Darüber hat ein Mensch sehr nachgedacht, mit dem ich das dritte kleine Buch geschrieben habe. Er heißt Edgar Morin und er hat sich dafür eingesetzt, dass man gerade den ersten Schuljahren es möglich macht, dass die Schüler eine Idee des Ganzen haben, also das Vorwärtskommen von einer harmoniösen Gesellschaft. Und dann später können Sie Einzelnes lernen. Aber wenn Sie sich in Einzelnes hereinbringen und nur sagen, wir müssen Einzelnes lernen, um dann auch einen Gewinn zu erreichen. Wir müssen uns vorbereiten, damit wir eine Stellung kriegen. Das ist augenblicklich die wichtigste Gefahr. Wenn man nur junge Menschen auf eine Stellung vorbereitet und sagt, ja, wenn sie was lernen, was keine Stellung bringt, das nützt nichts. Und zum Beispiel Kunst, zum Beispiel Kultur, zum Beispiel Dichtung ist ebenso wichtig in der Schulung als Bescheid wissen über wie die Wirtschaft geht oder wie die Administration geht. Man muss weiterdenken können. Eine Erziehung, die sich ausbreitet in dieser Richtung, wie es bei uns Rousseau damals gedacht hat und wie es die besten Pädagogen immer wieder, Montessori oder andere oder Korczak, haben es immer darauf gebracht, wir brauchen ein neues Schulungswesen. Und das ist sehr schwer durchzubringen, wenn auch die Erzieher selbst es sich wünschen. Aber die Mächte, die sagen, nein, nein, Erziehung soll nicht sein, damit die Geister sich aussehen. Das ist viel zu kompliziert. Erziehung muss sein, damit man was schaffen kann, sobald man rauskommt. Das ist eine große Gefahr. Und ich würde sagen, darüber nachzudenken, gerade mit der Vereinigung von Erziehern, die selbst sich das wünschen, das wäre meiner Meinung nach eine der wichtigsten Leistungen, die man in den nächsten 50 Jahren verbreiten kann. Aber wenn ich das zufügen darf, wirklich sehr forciert betreiben muss. Denn die Bewegung ist im Moment genau die, die Sie als Gefahr und Wissen haben. Sehr früh, sehr spezialisiert und sehr auf ein Ziel auszubilden. Das ist fast die einzige Norm und die werden junge Menschen mit 15, 16 schon beigebracht. Und natürlich orientiert man sich daran und man wundert sich dann über Bachelor-Kandidaten, die hier ankommen und als erstes die Frage haben, was kann ich werden? Und als zweites die Frage, und das hat mich ein bisschen in skurrile Gedanken versetzt, das hat ein Student vor ein paar Monaten authentisch, nicht erfunden, gefragt. Darf ich die Vorlesung auch aus Interesse besuchen? Ganz ernst. Und es war logisch, weil er ist ein Modul angetan.
hat, er muss das und das tun. Und bereits die Erkenntnis, ach, man kann mal aus Interesse lernen. Une Frage en français. Pourquoi avez-vous appelé un candidat à l'élection présidentielle en France à renoncer un peu en contradiction avec engagez-vous, engagez-vous? Et je crois que c'était lundi, vous avez appelé donc un candidat à renoncer à se présenter aux élections présidentielles. Sie können ja trotzdem auf Deutsch. Nein, ich bin dafür zu alt, nicht wahr? Für mich ist es jetzt aus. Ich selbst habe zwar meinen Namen gegeben für eine Wahl, aber in einer Stellung, wo ich nicht erwählbar war, der letzte von der Gruppe, und zwar für Europe Ecologie Les Verts. Ich habe heute das Gefühl, das kann ich gerne nochmal sagen, wir brauchen eine Bewegung zur Linken hinzu, vor allem im Europäischen Parlament. Das ist wichtig für uns alle. Und das kann ein Zusammenkommen von den Sozialisten und den Ökologisten. Die können zusammenarbeiten und müssen zusammenarbeiten. Ich denke, gerade in der Bundesrepublik kann das kommen, kann sehr wichtig sein. In Frankreich kann es vielleicht morgen oder übermorgen kommen, wenn wir die neuen Wahlen, nicht nur die Präsidentwahl, sondern auch die Parlamentwahl haben. Es gibt jetzt eine Zukunft, einen Zukunftsgedanken, dass wir das überwirtschaftlich-finanzielle loswerden und uns mit dem Sozialismus, profitlose Gewerken und so weiter fortsetzen. Das kann morgen kommen. Und dann und nur dann wird Europa die Kraft bekommen, um in der ganzen Welt etwas vorzubringen, was mit den grundeuropäischen Werten, wir werden der Aufklärung zum Beispiel zu tun haben. Dafür sind wir Europäer verantwortlich. Augenblicklich haben wir ein europäisches Parlament, was völlig von der Finanz überbracht wird. Das geht nicht in die richtige Richtung. Wir brauchen ein neues, ein anderes. Dafür können wir aber alle zusammenarbeiten. Geben Sie in fairer Weise erst hier. Bitte? Gut, ja, das kriegen wir schon hin. Den Bürgern Europas wird gepredigt, wir brauchen für das Überleben in der globalisierten Welt mehr Elitenbildung. Sollten wir Eliten durch Privilegien motivieren? Sollten wir Eliten durch Privilegien fördern oder eher verbreiten? Eher als Privilegien fördern. Ja. Naja, wir brauchen ein Zusammenarbeiten von allen. Von den Privilegierten, die hat es immer gegeben, die wird es immer geben, man kann das nicht verneinen. Es gibt immer welche, die mehr haben und andere, die weniger haben. Aber sie können so zusammenarbeiten, dass die Privilegierten sich eine Freude daraus machen, die Unprivilegierten zu unterstützen, damit sie auch Privilegien haben. Das habe ich ja nicht, das wäre jetzt naiv gesagt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, man kann nur die Menschen, die sogenannten Privilegierten, bei ihrer Gier nach etwas Gutem, was selbst sie leisten können, packen. Ich habe mal in einem Vortrag bei diesem
ein Sozialwissenschaftler, der hier unten seinen Tat immer, mir gedacht, man könnte mal einen Wirtschaftswissenschaftler, pardon, ich wollte die nicht kennen. Ich habe gerade gemacht, damals mir ein Modell ausgemalt, eine Spekulation. Die Börse kann man offenbar nicht abschaffen, scheint ein Naturgesetz zu sein. Aber man kann sie vielleicht mit neuen Inhalten füllen. Es könnte doch irgendwann sein, Spekulation auf die Verbindung von Hunger zu betreiben und nicht das umgekehrte Spekulation auf die Vergrößerung, um die Profite zu stärken. Also man müsste im Grunde die Instrumente, die herrschen, das wollte er sagen. Ich habe mir nicht anmaßen wollen, dass ich es interpretiere. Ich wollte nur einen Gedanken noch ankleben, ob es nicht möglich wäre, die sogenannten Privilegierten auch zu benutzen, als mögliche Mitträger einer Message oder eines Projekts, was überhaupt keine eindeutigen Zuteilungen mehr aufkommen lässt. Ich darf daran erinnern, da ist vielleicht doch ein historisches Beispiel angebracht, dass in den französischen Generalständen die Aristokraten kurz und schmerzlos, also nach wie vor erstaunlich schmerzlos, auf ihre Privilegien verzichtet haben, als der Druck groß genug war. Und der Druck muss groß sein, der Druck muss sehr groß sein. Für mich ist das der entscheidende Punkt. 50.000 Leute sind gut, aber 500.000 oder 5 Millionen sind dann eine Quantität, die enorme Wirkung erzielt. Und ich muss sagen, der entscheidende Punkt ist für mich, diese 99%, diese Formel der 99% zu realisieren. Wenn man von den 99% nur 66 auf den Platz bringt. Das ist schon wunderbar. Danke. Also, ich glaube, ich verstehe einige Ihrer Sätze, aber dennoch fühle ich mich ein bisschen hilflos, besonders angesichts der Situation, die wir hier eben hatten, dass es nicht mal in einem Raum voller angeblich Privilegierten möglich ist, dass man einander ausreden lässt und ausbuht. War so. Aber meine eigentliche Frage ist, also ich war in Frankfurt einige Tage bei einer Occupy-Aktion dabei und ich hatte nicht das Gefühl, dass das viel interessiert. Also da ist zwar unter diesem großen Eurozeichen, weiß ich nicht, 200 Leute, die sagen, wir finden das nicht gut, wir sind 99%, aber es interessiert nicht groß. Wenn ich es nochmal verdeutlichen darf, Sie war nochmal die Frage nach der Realität solcher Aktivitäten und ihrem Anspruch. Sie war auf einer Occupy-Bewegung in Frankfurt und hat dort erlebt, dass eben ein kleines Häufchen von 200 Leuten ihre Botschaft zwar glaubhaft herüberzubringen versucht, aber es hat niemand interessiert. Wir stehen eben vor einer größeren Schwierigkeit, als wir uns manchmal denken. Wir haben das Gefühl, wenn wir was Richtiges und Wichtiges sagen, dann müssten doch alle Leute verstehen. Leider ist es eben so, dass viele Gehirne, viele Geister noch irgendwie übertrumpft sind von dem, was man ihnen als unerlässlich erklärt. Hat vor ein paar Minuten gesagt, ja, Börsen sind unerlässlich. Naja, wenn man anfängt zu denken, etwas ist unerlässlich, dann wird es auch schwer weiterzukommen. Ich denke, jedes Mal, wenn man darauf trifft, wie Sie es eben sagen, dass man versucht und es gelingt nicht, muss man sich sagen, das ist erst der Anfang. Man muss geduldig sein. Man muss es nie aufgeben. Das Schlimme ist, wenn etwas, was an dem man sehr hängt, plötzlich verstört wird. Ich habe das Gefühl, dass es hier in der Gegend ein solches gibt, wo man das Gefühl hatte, man muss sich dagegen stellen und dann ist es nicht geworden.
Ja, ja, man muss es nie aufgeben. Morgen vielleicht ist es noch möglich, das Kurzfristige mit Langfristigem zu überstehen. Man muss nicht nur Kurzfristiges als unersetzlich empfinden, sondern muss weiterdenken können. Wir brauchen einen Gedanken für die nächsten 50 Jahre, nicht nur für die nächsten 50 Monate. Aber der nächste Was nicht heißen soll, dass der nächste Tag ganz wörtlich genommen nicht auch wichtig wäre. Zum Beispiel, wenn Stéphane Hessel sich morgen um 11 Uhr im Waldhof in Stuttgart befinden wird. Wow! Der Demonstration, sondern um den Zug nach Stuttgart, nach Paris zu besteigen. Aber das ist eigentlich nicht das Angebot. Oligarchie. Also, wer spricht? Wer denn der Name spricht? Ich kann das nicht sehen. Ja, dann sagen wir ein paar Worte dazu. Ja, okay, also das ist eine ganz kurze Frage, und zwar, ich denke, im Namen der Studenten, die hier sitzen, sollte man auch irgendwas über die Uni fragen. Danke, dass Sie heute Abend hier sind, und ich wollte im Namen meiner Kommilitonen fragen, wie sehen Sie die Rolle der Universitäten heute, also diese Verbreitung der Empörung? Wissen Sie, Herr Bernhammer ist einer der wenigen Dozenten, die solche Veranstaltungen für uns hier anbieten. Also, Herr Sansal letzte Woche hat gemeint, uns fehlen Mediatoren. Und finden Sie nicht, dass die Professoren diese Mediatoren sein wollen und keine Instanz, die weit weg über uns steht? Wollten Sie ihnen nicht eine Nachricht schicken, also sagen, was die Universität sein sollte und wie unsere Beziehung mit den Dozenten sein sollte, damit diese Empörung, diese Demokratie und dieser akademische Anspruch weiter in die Welt kommt und dass auch dort was anfängt? Dankeschön. Ich sage trotzdem nochmal sicherheitshalber, es geht um die Rolle der Professoren an Universitäten, um als Mediatoren im Sinne dessen, was Sansal letzte Woche, als sie nicht da waren, gesagt hat, es braucht einen Plan und es braucht aber auch Mediatoren. Diese Mediatoren sind nicht zu verwechseln mit Gurus oder Manipulatoren, sondern solche, die sozusagen die kognitiven oder emotionalen Kanäle erstmal mit Informationen versorgen. Aber wie Sie allgemein die Rolle der Universitäten in dieser schwierigen Umbruchssituation sehen? Ja, ich denke gerade, dass die höhere Erziehung, er muss das Geist öffnen und zwar immer wieder darauf hingehen, dass die Lust zum Erkennen, die Lust zum Verstehen ausgeht. Aber es muss nicht nur dahin gehen, dass man immer mehr weiß, es muss auch dahin gehen, dass man immer mehr moralisch, ethisch daran denkt, wozu nutzt es mir zu wissen. Wir haben in den letzten Jahrhunderten sehr viel erkannt, wie es geht, wie die Wirtschaft vorwärts geht, und man hat sich sehr darauf, wir müssen noch mehr wissen, noch mehr wissen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Das Wissen muss nützlich für das Gemüt, das ethische Gemüt sein. Sonst kann sie eine Gewalt ausüben, wie zum Beispiel gerade all diese Kernfragen, die es in den letzten 20 Jahren immer mehr gegeben hat, die sind sehr gefährlich. Man kann mehr wissen, aber wenn man glaubt, man weiß und kann tun, was dann sehr gefährlich sein kann, darüber müssen die Universitäten ein Gefühl der Ethik mit sich haben, damit sie nicht nur immer mehr wissen wollen, sondern das wissen wollen, was für die Menschen
nutzbar und wichtig ist. Und dazu gehört eben immer wieder das große Schaffen, Schaffen des Poetischen. Wir brauchen, wir leben hier in einem poetischen, in einer poetischen Stadt. Sie haben vorhin Hölderlin schon zitiert und ein Zitat, was natürlich wunderbar ist, aber man kann sich sagen, naja, wenn alles so einfach wäre, dass nach jedem Sturz auch wieder das Gute kommt, das wäre schön. Aber dass man wenigstens das denken kann, denken darf und damit arbeiten kann, das ist so wichtig. Da sind eben die Dichter für uns unerlässlich. Wir brauchen Dichtung. Für mich hat es eine enorme Rolle in meinem Leben gespielt. Damals, als ich in den deutschen KZs gesitzt habe und geschlafen habe, konnte ich lange Gedichte aufsagen in meinem Gehirn. Und das hat es mir erlaubt, weiter zu leben, weiter eine Kraft zu empfinden. Dichtung ist Kraft, Kunst ist Kraft. Kunst und Dichtung brauchen wir. Die wird nicht genügend ausgebreitet, wenigstens in Frankreich, in unseren Schulen nicht mehr. Da lernt man keine Gedichte mehr auswendig. Und die Kunst ist immer nur, wenn sie auch einbringt. Die Kunst muss so sein, dass sie gut bezahlt wird. Dann ist sie gut. Aber wenn sie außerhalb steht von Zahlen und von Gewinn, dann ist sie uns so enorm wichtig. Das ist ja schön, muss ich schon noch sagen dürfen, weil ich hier vom Fach bin. Wir sind ja auch bereits einbezogen in diese Konkurrenz der Zahlen. Also wir müssen Zahlen nachweisen. Und Punkte, das, was ich vorher gesagt habe, war nicht nur in die Luft gesprochen. Wir werden berechnet, bezahlt und geduldet. Oder abgeschafft nach ECTS-Punkten. Und sonst nach gar nichts. Das ist unsere Währung. Und das Interesse, die Lust und die Liebe, die werden in Sonntagsveranstaltungen dann ausgelagert oder finden im Hölderlin-Turm statt, dankenswerterweise. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Dass man die Ware selbst, die ein kostbares und wertvolles und großdimensioniertes Instrument ist, eine Stradivari des Wissens sein könnte, degenerieren lässt zu einem Institut, was nur mehr verwaltet und Abläufe und Produktionsrhythmen festlegt, ist wirklich eine Schande. Aber man muss dagegen arbeiten, man kann dagegen arbeiten und es kostet ein bisschen Kraft. Die Oligarchien, Finanzmärkte, sich wohlwollende Netzwerke sind absolute Abstraktion. Dahinter stecken Menschen, Individuen. Wenn Sie einem solchen Vertreter dieser Oligarchien begegnen würden, wie würden Sie versuchen, ihn zu erreichen? Was würden Sie ihm sagen? Einem deutschen Vertreter würde ich etwas sagen. Also, ich habe einen Freund, der ist ein Psychiater. Dessen Botschaft würde ich einem jeden übermitteln, der eine Kraft hat. Was auch immer die Kraft ist. Mein Psychiater sagt mir, einer, der für jemand anderen etwas tut, wird daher selbst gesünder. Er wird glücklicher, wenn er ein Gutes jemand anderem übermittelt. Dieses Geben von einem zu einem anderen, wenn ein Oligarch, also dem Nicht-Oligarchen, etwas übermittelt und ihn unterstützt, das macht ihn dann glücklicher. Also ich würde sagen, sehen Sie sich um, ihr Oligarchen. Empfinden Sie, was
den anderen fehl und sagen sich, da ich ein Privilegium besitze, muss ich dieses Privilegium den anderen verteilen. Wenn ich anfange zu verstehen, dass das für mich auch das Beste ist, was ich tun kann, dann werde ich zum Beispiel zu einem ethischen Unternehmer. Das gibt es, ja, das und das muss man nicht hören. Selbst wenn das Ethos ein Teil der Marketingstrategie sein sollte, darf uns das nicht abhalten, eventuell Sponsorship zu übernehmen und zu akzeptieren. Das ist ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt, aber es ist ein Teil der Realität. Es sind hier eine Frage, aber kein Mikro. Und anderswo Mikros und Fragen. Und wir nehmen einfach die am Mikro unter die Frage. Ich habe eine Frage, und zwar, glauben Sie, dass eine Bewegung wie die Occupy-Bewegung, die versucht, die Macht der Finanzmärkte zu beschneiden, intellektuelle Vordenker braucht? Ich frage vor allem deshalb, weil ich aus den Universitäten sehr wenig Konzepte höre, wie man mit der Krise umgehen sollte. Und damit kritisiere ich vor allem meine eigene Fakultät, die Wirtschaftswissenschaft. Das gibt ja diese Occupy-Bewegung, die ja alles nicht hierarchische, sondern spontan entstehende starke Bewegungen sind, ob die auch Vordenker brauchen und ob die Universitäten da dienstbar sein können. Bestimmt, ja, die Frage ist natürlich, die Antwort ist natürlich ja. Wir brauchen Menschen, die vorwärts denken können. Das ist gar nicht so leicht zu haben. Sie brauchen kein Führer sein. Davor habe ich große Angst. Führer, das haben wir leider gehabt, das brauchen wir nicht mehr. Aber Sie müssen vorwärts denken können und das beschreiben, was möglich ist, was noch nicht da ist, aber was da sein kann. Und gerade in Universitäten, bei Menschen, die ihren Geist dazu benutzen, um vorwärts zu denken und uns eine Hoffnung aufzuzeichnen, hinter der wir uns organisieren und engagieren können, die sind für uns so enorm wichtig. Die sind leider nicht so viele augenblicklich. Wir haben Zeiten gekannt, wo es große Figuren gegeben hat, die irgendwie in die Zukunft geblickt haben. Für mich zum Beispiel für meine Generation war einer enorm wichtig, und zwar Franklin Roosevelt. Er war jemand, der aus einer enormen Wirtschaftskrise herausgekommen ist. Und er hat inmitten von 3 Monaten hat er gesagt, wir ändern jetzt alles, wir kommen zu einem New Deal und das wird die Wirtschaft völlig verändern. Und er hat es geleistet, weil er eben die Kraft hatte, zu sagen, so hin kann es gehen, so hin muss es gehen. Das empfinde ich als das Wichtigste, dass man uns das vorstellt. Und das ist natürlich bei den Professoren der Universität etwas, was zu ihnen gehört. Und nicht nur zu ihnen, sondern auch zu den großen Dramaturgen, zu den großen Dichtern, zu den großen Filmmännern. Wir leben in einer Welt, wo gerade Film, Theater, Musik ein sehr wichtiges Element ist. Und das kann uns auch in die Zukunft leiten. Da müssen wir sehr davon und damit uns beschäftigen. Das ist halt eine Frage, die ich nur schnell noch ergänzen würde. Es gab so eine Schrift, die mir sehr am Herzen liegt, wo es ein bisschen idealistisch jetzt scheinen mag, Schillers ästhetische Erziehung des Menschen. Die nimmt man nicht so richtig wahr, aber in seinem nächsten Buch, und es wird heißen, Die Wege zur Hoffnung, was in wenigen Tagen herauskommt, wird genau dieser Weg auch gezeichnet. Und ich möchte den zumindest als ernst zu nehmen kommunizieren, denn es gibt ja nicht nur die harten Strategien, sondern, und da schließt ja das an, was auch Bourdieu gesagt hat,
also gesagt hat, die Diktatoren, die er kennengelernt hat, er hat gemerkt, dass sie fürchten ihn wegen seiner Sprache. Auch wegen der politischen Sprache. Die ist eine enorme subversive Kraft und keine Verlegenheitslösung oder keine Dekoration. Wir sollten diese Kultur der ästhetischen Erziehung des Menschen, nicht nur der moralischen, der ästhetischen Erziehung des Menschen ernst nehmen. Die gehört zur Universität, die gehört zu anderen Institutionen auch. Aber die ist eine Kraft, die in der Tat die Oligarchen nicht, man muss sie auch an der schwachen Seite treffen. Die schwache Seite ist oft die der Ästhetik. Da haben wir manchmal, oder können wir manchmal, wenn wir uns darum bemühen, einen Vorteil haben. Bitte. Schön. Es schien so zu sein, oder es scheint so zu sein. Ich habe heute mehr den Eindruck, wie Sie das schon sagen und darauf anspielen, dass wir quasi vor dem Altar der Zahl alles niederlegen. Vor dem Altar, sag ich mal, des Systems. Und das heißt, wir brauchen Vorbilder, die es wagen, eigentlich ganz Menschen zu sein. Ich selbst bin Bildhauer, bin Maler, ich schreibe und denke auch viel nach. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass wir eigentlich eins brauchen, nämlich endlich wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu holen. Der ist weit davon weggerückt worden. Ja. Durch unsere Bereitschaft, den Fortschritt dermaßen blind nach vorne zu treiben, dass wir uns wirklich dabei überrumpelt und überrollt haben. Okay. Und ich glaube, Entschuldigung, noch eine dass die Universität etwas Wunderbares machen könnte, nämlich den Mut zu haben, endlich eine Fakultät des Zusammenhangs zu gewinnen. Es ist im Plan, soviel ich weiß, an dieser Universität, der Vorrechte soll leider nicht da sein, ein Haus der Zukunft. Was genau diesen Plan verfolgen will, interdisziplinär und überdisziplinär so eine Werkstatt für den Prozess, den Sie angedeutet haben, zu errichten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das gelingt. Gern, muss ich es anschalten? Ah, das muss man anschalten. Dann mache ich halt. Ihr seid ein guter Kampf. Ja, bitte, fahren Sie dazwischen. Ich wollte nur ein kleines Statement abgeben, und zwar, wenn jeder Bürger Deutschlands 50% seines Sparvermögens abgeben würde, dann könnten wir Deutschland uns zurückertaufen und hätten noch genug Geld, um uns ein Jahr lang zu überlegen, wie wir denn unseren Staat gerne haben wollen. Darüber kann ja jeder mal nachdenken, ob er denn bereit wäre, 50% seines Sparvermögens aufzugeben. Dann nehmen wir das als Statement. Ich wollte den Herrn Hassel fragen, natürlich leidet die Herzensbildung wahrscheinlich auch an der Beschleunigung dieser Zeit. Also im Internet bin ich froh, dass es fast ist, aber ansonsten ist es vielleicht für uns, dass wir in der Menschwerdung wirklich Menschen sind, nicht so glücklich. Was würden Sie Deutschland, Frankreich, Europa raten? Also wie können wir uns wieder entschleunigen? Es geht um die Frage der Entschleunigung. Ja. Als Teil der Ententmündigung. Ich denke, wir brauchen vor allem ein gutes Gewissen von dem, was wir uns wirklich wünschen. Nicht, was wir uns für übermorgen wünschen, aber was wir uns für in 10 Jahren wünschen. Und was wir aufrecht erhalten können als Europäer. Wir haben enorme Fortschritte gemacht. Meine Generation war eine, wo die Europäer sich zerstört haben, gegenseitig zerstört. Jetzt sind wir in einem sehr interessanten zusammenkommenden Europa, aber es ist noch nicht genug tolerant einander gegenüber. Und es kommt immer wieder hier oder da einer, der sagt, ich will das nicht mitmachen. Also wie zum Beispiel die Ungarn augenblicklich, nicht wahr? Also Europa kann immer wieder zerstreut werden. Dagegen müssen wir versuchen zu arbeiten und zu sagen, ja, es gibt eine Gouvernance von Europa, die ist möglich. Es ist nicht ein Staat Europa, dafür sind wir wahrscheinlich nicht bereit. Es wäre auch wahrscheinlich nicht gut. Dann würden wir die verschiedenen Kulturen
irgendwie nicht mehr unterstützen können. Das müssen wir. Aber wir müssen sie unterstützen als Mächte, die zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist die Möglichkeit des neuen Europa. Und ich bin ganz sicher, dass in den nächsten 10, 15 Jahren gerade die schöne Bundesrepublik Deutschland, die eine enorm wichtige Stellung innerhalb Europas jetzt hat, wird dazu beitragen können, sie tut es schon, aber sie kann mehr damit tun, dass die Solidarität der Europäer das wichtige Problem der Zeiten der nächsten 10, 15 Jahre wird. Dafür kann gerade Deutschland enorm viel beitragen, denn es hat gewisse Probleme überwunden, die die anderen Länder noch nicht überwunden haben, aber es kann sehr dazu beitragen, dass die anderen auch diese Harmonie erreichen, die jetzt noch einigen von ihnen fehlt. Aufklärer sind in der Regel Optimisten, meistens große Optimisten. Deshalb möchte ich fragen, halten Sie die Menschen, die Gesellschaften, die Staaten bis hin zur Menschheit auch ohne Katastrophen für Lern- und Veränderungsfähig? Fukushima hat uns doch gelehrt, dass erst Katastrophen Bewegung in größere Gesellschaften und Völker bringen. Ein dezentes Plädoyer für Apokalypse. Ja, die Dichter sind heute öfter angesprochen worden. Es gibt viele Dichter, Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts, die am Horizont die Menschheitsdämonik sehen und die Apokalypse. Und hier heute wird eigentlich nur Optimismus verbreitet. Das ist sehr schön, aber vielleicht nicht so realistisch. Leicht zu beantworten. Mein Freund Edgar Morin, den habe ich gefragt vor ein paar Monaten. Ich habe ihm gesagt, glaubst du daran, dass die menschliche Gesellschaft fortschrittlich weiterkommen kann, mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit haben kann? Und er hat gesagt, wahrscheinlich ist es nicht. Das Wahrscheinliche ist, dass wir immer weiter runterkommen. Denn die Kräfte, die uns runterbringen, sind leider sehr stark. Aber das Unwahrscheinliche gibt es immer. Und das Unwahrscheinliche ist das, was die Menschheit in ihrer ganzen Geschichte immer wieder gerettet hat. Morgen das Unwahrscheinliches groß werden. Na ja, habe ich ihm gesagt, das sieht ja sehr schön aus, aber was wäre denn das Unwahrscheinliche? Er hat gesagt, wir sind vielleicht wie eine Raupe zu einem Schmetterling werden kann. Wir sind stehen am Anfang einer menschlichen Metamorphose. Das, was wir den Menschen ansehen mit Kritik, die sind ja alle egotistisch, die sind ja alle nur auf, die wollen immer wieder die Besten sein, die wollen immer die anderen verachten, die sind ja alle schlecht, die sind ja alle schrecklich. Naja, das stimmt in gewisser Weise. Aber gerade das kann sich verändern. Und das wunderbar Unwahrscheinliche steht vor uns, dass wir mit einer Metamorphose in eine neue Menschheit kommen. Da haben wir wieder den lieben Friedrich Hölderlin, nicht wahr? Wenn er sagt, gerade das, er sagt es so schön, ich kann es nicht auswendig. Aber das ist aber eines der wenigen, das nicht auswendig. Ja, also, es kann vor uns bestehen und jeder einzige von uns
jede einzige Frau, jeder einzige Mann, der hier in diesem großen Saal zusammensitzt, kann dazu beitragen, und das wünsche ich allen jeden, dass diese Metamorphose wahr wird, dass wir eine neue Art Menschheit langsam werden, langsam oder schnell, aber wahrscheinlich immer langsam werden, wo diese Probleme, die uns so schwer erscheinen und wo so viele Mächte dagegen sind, die kann man überwinden. Das hat es schon in anderen Zeiten gegeben. Die Geschichte der Menschheit, dazu hat auch ein großer Tübinger Philosoph, nämlich Hegel, hat darüber nachgedacht. Die Dialektik der Freiheit geht auf großen Bewegungen. Wir sind in einer schlimmen Bewegung seit 10 Jahren, aber sie kann sich mit einer anderen, guten Bewegung erfahren. Und das ist, worauf wir jetzt rechnen können. Und vielleicht erlauben Sie mir, lieber Professor Westheimer, jetzt zu sagen, wir kommen zum Ende unseres Zusammenseins. Aber bevor das Ende, sage ich noch ein kleines Gedicht auf. Stelle ich mich noch mal hier hin, dann kann ich die alle noch mal gut sehen. Und das tut mir gut. Ich sehe sie gerne. Ich habe sie den ganzen Abend angesehen und habe erfüllt, dass in jedem von ihnen etwas steckt, was uns die Welt verbessern kann. Und dann gebe ich Ihnen ein Hölderlin-Gedicht, was ich besonders liebe. Es heißt des Morgens. Es geht. Vom Taue glänzt der Rasen, beweglich ereilt schon die wache Quelle, die Buche neigt ihr schwankes Haupt, und im Geblätter rauscht es und schimmert, und um die grauen Gewölke stehen, was Flammen dort verkündende, sie wallen geräuschlos auf, die Fluten am Gestade wohnen, höher und höher die Bande war. Komm nun, o komm, und eile mir nicht zu schnell, du goldener Tag, zum Gipfel des Himmels fort. Denn offne, vertraute dir mein Auge, du göttlicher Zug, solang du in deiner schönen Jugend nicht blickst und noch zu herrlich nicht, zu stolz mir geworden bist, du möchtest immer einen. Könnt ich, göttlicher Wanderer, mit dir doch lächelst, des frohen, übermütigen Du, dass er dir gleichen möchte, segne mir lieber denn mein sterblich Tun und heitre wieder, gütiger, heute den stillen Pfad.
Ihnen und danke natürlich den Damen. Vorher war die Frage gestellt worden nach der Hoffnung. Ich glaube, sie ist damit gegeben. Sie ist inkarniert. Sie ist hier gewesen. Es ist eine Antwort. Es ist Hagen. Wir müssen weiterfahren. Es ist ja heute kommen. Jawohl.